Zuckerschnoten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen kleinen Paint with Me. Ich dachte, ich nehme euch mal mit zum Bild Jack-O-Lantern-Time, das ich ja für Trills and Chills 2023 painte. Also zumindest bin ich bei der Facebook-Gruppe angemeldet. Aber ich dachte, ich mache mit bei dem Event. Ich finde das toll. Mir hat das Sommer-Event ja so viel Spaß gemacht, dass man da mit anderen painted. Hätte ich nicht gedacht. Und ich muss euch auch sagen, zu sehr setze ich mich nicht unter Druck. Wenn das jetzt nicht wird, dann wird das nicht. Aber ich bin schon gut vorangekommen. Und das wollte ich euch erstmal zeigen. Und dann nehme ich euch an einem kleinen Abschnitt mit. Ihr kennt ja, ihr wisst ja, ich und mein Painten ist nichts mit Kästchen. Deswegen mal kurz, wie ich angefangen habe. Und zwar habe ich angefangen, ich fahre euch gleich mal runter. Ich habe angefangen mit dem hier, auf der Seite, mit dem Blau und bin übergegangen in das Braun. Weil hier waren nur zwei Töne, das hatte ich dann in meinem Blattschiffchen, das sind ja zwei. Und die Töne für hier unten, das waren dann fünf oder sechs, die habe ich dann in meinem Sechsfachschiffchen. Ja, da sind schon wieder welche drin. So, danach bin ich hier rüber gewandert, habe hier dann erstmal alles gemacht, was diese Töne waren, die im Sechsfachschiffchen waren. Dann habe ich wieder die Blautöne gemacht. Da waren dann ein paar mehr drin. Und habe auch gleichzeitig das Schwarz mitgemacht, hier oben. Und dann bin ich in den Mond. Eigentlich wollte ich den Mond mit euch machen. Ich hatte den vorbereitet im Schachbrettmuster und wollte mit euch auffüllen. Aber ich bin dann gestern Abend, das hat dann alles zeitlich nicht mehr gepasst. Ich habe es dann mit alleine gemacht, ohne euch. Und dachte mir dann, als nächstes mache ich ja den Kürbis, den großen Kürbis. Und ich habe jetzt die Farben für den Strunk, für den Stiel ins Sechsfachschiffchen gemacht und den machen wir jetzt einfach zusammen. Je nachdem, was mir einfällt, was ich quatsche, können wir das dann vielleicht auch noch erweitern und wir machen noch das hier, aber das glaube ich eher nicht. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich mich hier sortiere, damit ich painten kann und filmen kann. Weil das immer nicht so einfach ist. Ich glaube, ich drehe das im Ganzen rum. Weil ich ja mein Standstativ habe und ich weiß immer nicht so richtig, wie ich da painten soll. Wartet mal, dass ich... Es ist jetzt verkehrt rum, das Bild. Nicht, dass ihr euch wundert, ja? Hier ist Spinne. Nein, das ist keine echt. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich ja klar komme, aber das scheint gut zu klappen. Das heißt, mein Stativ ist hier, die Kamera ist hier und ich painte um das Stativ rundherum. Das geht aber heute gut, ich wollte das wieder anders, das, aber irgendwie, nee, das war nicht so dolle. Das hat mir nicht gefallen, habe ich vornehmlich schon ausprobiert und das kommt hier gut, komme ich gut zurecht. So, jetzt stelle ich mir meine Fläschchen hier hin. Wollt ihr das mal sehen? Da stehen sie. Genau, so, jetzt wollen wir mal gucken hier, wo der Strunk ist. Der Strunk ist hier. So. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, jetzt tun wir mal noch, genau, den Fokus fokussieren, nicht, dass es hin und her wackelt. Den Stift habe ich auch das erste Mal. Der ist prima. Der ist nicht ganz so dick wie die dicken und nicht so dünn wie die dünnen. Das habe ich, glaube ich, damals, als ich den vorgestellt habe, auch gesagt. Ne? So, jetzt aber. Jetzt tun wir nochmal schütteln, die ganze Sache hier. Die drei Pünktchen, dann haben wir das U. Größer als Y, X und das Schwarz. Das ist der blaue Strich, das ist schwarz. So ist mein Coverman da. Miau. Miau. So, meine Folie, die habe ich so eingeschnitten, wie mir das lieb war, wie ich es gebraucht hat oder gebrauche. So, jetzt würde ich sagen, wir machen es mal schwarz. Genau, sollten wir mal gucken, ob wir da klarkommen hier so. Ah ja, ich glaube schon. Ich gucke dann immer in die Kamera und gucke, ob das so geht. Wenn euch mal irgendwas nicht passt, dann sagt mir das, schreibt mir das in die Kommentare rein. Wenn es irgendwas doof ist. Oh, mein Bauch knurrt ständig. Naja, es ist fast Mittag. Habe heute echt, muss mich ja mal loben, war schon viel geschafft. Und jetzt dachte ich, bevor meine
große Tochter nach Hause kommt, die heute nur Schwimmpokal hatte mit der Schule, muss ich mich jetzt gleich mal noch hier ransetzen und mit euch noch ein kleines Paint with Me für den Sonntag drehen. Ich dachte, das fehlt die Woche irgendwie noch. Aber mir fiel halt auch nicht wirklich ein Thema ein, was ich mit euch bequatschen könnte. Kennt ihr das? Ihr eigentlich völlig fertig seid, so körperlich und psychisch und seelisch und wie auch immer, so denkt, oh, das ist ein richtiger Scheißtag. Ich habe heute keinen Bock auf nichts. So meine ich das, ne? Ich habe keinen Bock auf Haushalt, ich habe keinen Bock auf nichts tun, ich habe aber auch keinen Bock auf shoppen und keinen Bock auf Fernsehen gucken und keinen Bock auf überhaupt. Auf Painten habe ich bisher immer Bock gehabt, außer wenn ich zu müde bin abends. Aber ich fühle mich dann schlecht, wenn ich mich hinsetze und ganz nackt painte. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen, weil ich genau weiß, das liegt noch an, das liegt noch an. Ich weiß jetzt zum Beispiel ganz genau, ich painte jetzt mit euch und weiß aber ganz genau, dass meine Wäsche im Wäschekorb zum Wegräumen liegt, da liegt, ne? Und das ist so ein scheiß Gefühl immer für mich, wo ich mir denke, nee, eigentlich hätte ich jetzt die Wäsche machen müssen. Nee, hätte ich jetzt aber die Wäsche gemacht, dann wäre meine Tochter dann vielleicht in der Zwischenzeit nach Hause gekommen, weil ich nämlich nicht genau weiß, wann sie kommt. Dann hätte ich das Video ja nicht mehr so drehen können, wie ich es jetzt drehe. Dann hätte ich wieder alles umbauen müssen und an meinen Tisch hinter und ach nee, wollte ich auch nicht. Ja, aber das sind so. Das ist eingetragen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das ist aber ganz ehrlich nicht immer gut, ne? Das habe ich auch bei der Kur gelernt. Es ist nicht gut, immer erst die Arbeit und dann das Vergnügen zu machen. Klar, es ist schöner, logisch. Ich muss ein bisschen die Wachse füllen. Es ist angenehmer, wenn man weiß, man hat alles geschafft. Auf der anderen Seite, warum? Ne? Warum muss man immer erst die Arbeit machen? Ich rede jetzt nicht von der Arbeit, wo wir Geld verdienen. Ich rede vom Haushalt. Oder so, ne? Warum muss man immer erst die Arbeit machen und dann darf man sich mal ausruhen, ne? Vielleicht hilft Ihnen das aber auch mal, sich erst auszuruhen. Warum auch immer das gerade so ist, ja. Ich meine, das ist ja nicht an der Tagesordnung. Zumindest nicht bei mir. Und dann macht man weiter. Ne? Oder ja, es ist so gelehrt worden. Es ist halt so. Aber nichtsdestotrotz mache ich das jetzt gerade anders. Ich vergnüge mich mit meinem Painten, meinem tollen Bild und mit euch. Und bequatsche euch. Ist doch was Tolles. Solange ich das jetzt noch so kann, mich hier mittags hinzusetzen und Video in Paint with Me zu drehen, bevor meine Arbeit am 1. Oktober wieder losgeht, ja, denn ja, habe ich gedacht, ich nutze das jetzt hier. Ja, ihr habt richtig gehört. Am 1. Oktober habe ich eine neue Arbeit. Nein, ich erzähle euch noch nichts drüber. Das kommt noch. Das erscheint mir jetzt noch nicht angebracht. Da sträubt sich wieder so ein kleines Männekicken in mir namens Monk. Gibt es da eine Serie irgendwie? Da hieß du auch inner Monk. Da so ein Polizist oder was? Schimmer schmunzeln, wenn ich das in der Werbung sehe. Ja, unser Monk. War Uli? Unser Monk. Der sträubt sich so bei Nanchen. So, seht ihr, jetzt habe ich das Schwarz schon fertig. Jetzt mache ich den Punkt. Entschuldigt. Ich weiß jetzt ja gar nicht, wo habe ich das angefangen? Hab vergessen. Ach ja, ja, genau. Ja, und dann mache ich das jetzt erstmal mit euch hier und dann räume ich die Wäsche weg. Ich habe aber heute echt schon. Und jüngere Tochter, mein mittleres Kind, sagen wir so, ja, die war der Meinung, ich schmeiße jetzt alle Klamotten aus meinem Kleiderschrank raus und sortiere sie danach, was ich noch anziehe und was nicht. Anstatt einfach Fach für Fach zu machen, nee, schmeiße mir jetzt alles rum. Raus. Und das liegt jetzt seit 2 oder 3 Tagen in ihrem Zimmer, weil sie halt nicht dazu kommt nach der Schule oder nach dem, was wir nach der Schule ja noch hatten. Gestern hatte mein Sohn Geburtstag zum Beispiel. Ja, da räumen wir dann Kühlschrank auf.
Also dem standen Hausaufgaben an, die gemacht werden müssen. Und da bin ich echt froh, dass sie sehr, sie macht das alles und denkt auch selber dran, dass das und das und das noch gemacht werden muss. Es ist halt jetzt alles strenger, ne, an der neuen Schule. Ja. Und da will man nichts vergessen. Wenn man W's nach dreimal vergessen, kriegt man die Note 6 eingeschrieben. Ah, das ist nicht so gut, ne? Oder wenn man die Hausaufgabe an dem Tag abgeben muss, weil sie zensiert wird und man hat sie nicht mit. Man hat sie nicht gemacht und man hat nicht gesagt, man hat sie vergessen, kriegt man gleich die Note 6, weil du hast ja nichts zum Abgeben. Also es ist ordentlich streng und es tut mir auch ein bisschen leid, aber sie beschwert sich bis jetzt nicht und sie kommt damit erstmal auch klar. Muss ich jetzt einfach mal dazu sagen. Ja, jedenfalls liegen diese Klamotten da ein riesiger Haufen und man konnte gar nicht laufen, ohne dass man über Klamotten steigen muss. Also auch drauf treten muss. Und ich habe mich so geärgert. Ich bin ja nur jemand, der gerne bügelt eigentlich. Weil ich dann sehe, dass meine die ganzen gebügelten Sachen da jetzt auf dem Haufen liegen. Ein Riesenhaufen. So, dann habe ich gesagt, na, dann sortierst du dir wenigstens nach Hosen, Leggings, T-Shirts, Pullover und so weiter. Nein, das mache ich alleine. Jetzt hätte ich bald die falsche Farbe genommen. Und da. Ja, und gestern habe ich dann nochmal gefragt und da habe ich sie gerade sortiert. Nur das hat aber auch eine Weile gedauert. Heute habe ich auch mal einen Kühlschrank auf den Kopf gestellt, ordentlich ausgewischt und sauber gemacht. Das ist ja auch sowas, was man nicht immer macht, ne? Ja, und dann misste ich ja noch die ganzen alten Unterlagen aus, die da im Büro hausen und vernichtet die mit unserem Schredder. Aber der gibt ja nach ein paar Minuten immer einen Geist ab, weil es dann so heiß läuft und dann muss ich wieder aufhören und dann suche ich mir wieder was anderes. Ach, ihr wisst, ja, und dann war aber eigentlich heute so ein Tag, wo ich mir sage, oh, heute mag ich nicht, heute will ich nicht, lass mich alle in Ruhe, ich vergrabe mich. Und ich muss sagen, ich hatte den diese Woche schon mal. Da bin ich ja in den Garten gefahren, weil ich meinem Mann versprochen habe, ihr wisst ja, na, Garten und ich, wir sind nicht so tolle Freunde. Mein Mann hat jetzt aber alles schick gemacht und da muss jetzt nochmal die Küche ordentlich sauber gemacht werden und. Denn der eine Schrank, der hinten eingebaut ist, eingelassen ist in der Wand, den habe ich dann noch aufgeräumt und so, ne? Ja, das habe ich dann gemacht an dem Tag, wo es mir nicht so blendend ging. Bin dann nach Hause und habe dann noch weitergemacht mit irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber ich merke, dass ich mich da echt aufrapple, so richtig. Wo ich mich eine Zeit lang dann einfach hingelegt habe und gesagt habe, heute nicht. Das musste ich damals lernen, dass ich mich hinlege und nichts tue. Und jetzt geht es halt wieder los, dass ich sage, los geht's. Es muss gemacht werden. Egal wie. Es muss fertig werden. So, diese Mitte zu finden, das ist schwer. Also ich habe sie tatsächlich eine Weile gefunden gehabt, nach der Kur gerade, aber gerade nicht mehr. Und ja, auch ich habe es zugenommen. Okay. Naja, wenn man den ganzen Jahr zu Hause ist, ne? Haben sie doch ein paar Kilo. Ja, was ist angefuttert eigentlich nicht? Ich esse nicht mehr wie sonst. Aber ich bewege mich halt weniger, ne? Und ja, da möchte ich jetzt auch was tun dafür. Hab ja eigentlich, und das war auch. Damals auch doof, ne? Ich bin von Arbeit her, bin und so von so einem Crosstrainer. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, eine Dreiviertelstunde. Bin früh extra eine Stunde aufgestanden, weil ich früh noch eine Stunde Hula Hoop gemacht habe. Das habe ich ja dann alles sein gelassen, ne? Ja, jetzt fange ich langsam wieder an. Doch mal ein bisschen was zu tun. Aber wo ich mir dann sage, oh, die Zeit musst du dafür jetzt opfern, das willst du jetzt eigentlich gar nicht. Erstens würde ich eh lieber painten, ja. Und das andere ist, ja, ich habe auch andere Sachen mittlerweile wieder zu tun. Und ja, und dadurch, dass ich jetzt auch viel, na, was ist lebendiger, würde ich jetzt nicht sagen, aber mir mehr zutraue, bin ich auch mehr unterwegs, was sonst mein Mann gemacht hätte. Oder, ja, gemacht hätte oder früher gemacht hat. Naja, das, mache ich jetzt einiges mehr und das kommt jetzt auch noch dazu. Entschuldigt, Stift fallen gelassen. Muss ich jetzt erstmal sortieren alles. Na, und dann fange ich eine neue Arbeit an. Dann habe ich noch was vor. Ja, das sind alles solche Dinge, die dann
anfallen, neu anfallen, an die ich mich erstmal gewöhnen muss. Ich muss mal das Stiftchen anders machen. So. Ja, die so sukzessive vorwärts gebracht werden müssen. Ich weiß nicht, wem geht es denn da auch so, ne? Wenn man so gar keinen Bock hat und überlegt, man legt, muss ich jetzt hin? Macht man jetzt was? Dann macht man was, dann ärgere ich mich, dass ich mich nicht hingelegt habe, weil dann gleich die Rasselbande nach Hause kommt und dann ist ja auch wieder Hausaufgaben, dies und jenes und hm. Und dann nicht mehr, oh, hättest du dich bloß hingelegt, ja, aber ab Oktober geht das eh nicht mehr. Da können wir nicht mehr hinlegen. Dann denke ich mir, ja, aber dann nutzt doch wenigstens die Zeit jetzt noch. Ja, nee, aber ich will ja das noch machen und das fällt dann hinten wieder runter und dann habe ich dafür auch keine Zeit mehr. Und zum Beispiel will ich seit einer Woche eigentlich noch ein Bild abkitten vom Garten, was dann im Garten bleibt. Wenn man sagt, Mensch, da schleppst du denn immer irgendwas hin und her, dann lass doch gleich ihn zum Garten. Recht hat er. Aber denkt er echt, ich habe mir schon ins ausgesucht. Ich weiß mal nicht, das ärgert mich dann immer. Und was ich auch mache, ist, das habe ich früher so gemacht, jetzt mache ich es bewusster. Einen Zettel schreiben, was ich noch machen muss. Und ich mache das jetzt. Ja, und da kommt halt auch drauf, saugen. Saugen ist für mich tägliche Arbeit. Geht mit unseren zwei Hasen nicht anders. Teilweise auch wischen jeden Tag. Aber das sind so Dinge, die dann jeden Tag anfallen, die dann einfach gemacht werden, gemacht wurden, Geschirrspüler ausräumen, Waschmaschine und so, ne? Ich schreibe mir das jetzt mit auf und vielleicht ist das auch für eine Idee für euch, die da auch so ein bisschen zu tun haben, damit ich das abhaken kann, damit ich sehe, was habe ich alles schon geschafft. Das klingt total banal und total doof vielleicht, aber irgendwie hilft mir das. Ich freue mich dann, dass ich immer mehr auf meinem Zettel abhaken kann, was ich jetzt alles schon geschafft habe. Und da steht auch drauf, ich habe jetzt zum Beispiel die ganzen alten Klamotten von meiner Großen auf dem Boden und dann hebe ich auch andere Sachen wieder auf und die und jenes. Und dann hole ich sie wieder runter und dann schreibe ich halt doch drauf, wenn ich wieder was auf dem Boden schaffen muss oder wenn ich was runterholen muss oder keine Ahnung. Wenn ich weiß, ich muss was zur Post schaffen oder so, das schreibe ich alles auf, um das Jahr abhaken zu können, um zu sehen, was habe ich geschafft. Es ist so. Es ist einfach so. Das tut gut. Mir tut's gut, dass ich wieder was erledigt habe. Ja, ich habe früher großartig, ich habe gesagt, ja, ist schön. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ist das wieder was auf meiner Liste, die ich gemacht habe? Und ich kann euch sagen, da kommt was zusammen. Das glaubt man gar nicht. Wenn man Schritt für Schritt aufschreibt, ich meine, klar, Brotbüchsen für meine Kinder machen und so, das schreibe ich jetzt nicht auf, oder meine Hasen früh sauber machen. Aber eigentlich, warum nicht? Weil das sind alles Dinge, die man ja erledigt. Da seht ihr mal, jetzt habe ich den Strunk schon fertig. Jetzt füllen wir die Farben noch wieder um. Und jetzt überlege ich, wie ich weitermache. Auf jeden Fall den Kürbis. Aber wisst ihr was? Ich schiebe euch mal hier rüber. Ziehe euch mal ein Stück raus. So. Und dann füllen wir erstmal die Farben wieder um. Ja, das ist, ja, manche werden denken, auch für die Scheuer. Aber warum? Als ich auf Arbeit war, habe ich mir auch immer alles aufgeschrieben, was ich an dem Tag erledigen muss, damit ich es nicht vergesse, ne? Weil es ja wichtig war. Und warum nicht zu Hause auch machen, ne? Da hat man sich ja auch gefreut, wenn man so viel geschafft hat. Auch wenn manches viel zu viel war, was ich gemerkt habe dann. Es nicht mehr ging. Ja. Dann, dachte ich mir, jetzt oder nie. Jetzt probieren wir das aus. Und das fetzt. Ich mache das erst seit einer Woche, muss ich auch dazu sagen. Sonst habe ich immer nur so aufgeschrieben, was so in der Woche passieren müsste. Was weiß ich, dass ich. Keine Ahnung. Ich kann es euch jetzt nicht mehr sagen.
Zum Beispiel, dass ich noch ein Painfish-Meal drehen muss, ja? Oder was auch schon lange auf der Liste steht, halt, ne, im Büro die Schränke auszusortieren. Was kann weg, was kann geschreddert werden, umzusortieren, sowas, ne? Das steht ja schon länger auf der Liste und das steht auch weiter auf der Liste, weil ich damit ja noch nicht fertig bin. Ich schreibe mir aber auf dem Zettel auch auf, dass ich zum Beispiel jetzt den einen Tag die Ordner sortieren wollte. Den anderen Tag schreibe ich mir auf, dass ich die eine Kiste schreddern muss. So, ne? Zum Beispiel. Und das hilft enorm bei, ja, weiß ich nicht, beim Gemüt. Ne? Das, das werden viele nicht verstehen, aber einige werden es verstehen. Und deswegen dachte ich, ich erzähle euch das mal. So, jetzt haben wir den Kürbis da hinten. Wartet, ich schiebe euch mal daran. So. Mich hat gestern eine Mücke gestochen. Die krabbelt so doll. Ja. Meinen Kindern habe ich so ein Mückenarmband gekauft. Das funktioniert wirklich. Ich habe echt nicht gedacht, dass das funktioniert, aber es funktioniert wirklich. Ich werde jetzt, ich muss mal gucken. Ich werde jetzt diese Striche machen. Dann brauche ich zwei Farben. Die 14 und das einmal das Grün. Die werde ich mir rausholen. Das sind zwei, ja. Und dann werde ich gleichzeitig das P noch mit, also diese Flächen hier machen. Wartet mal, ich habe. Kann ich euch einmal kurz zeigen. Na, wir haben jetzt, ich habe jetzt hier das hier hinten gemacht, hier das alles gemacht, den Mond gemacht und den Strunk. Und jetzt werde ich diese ganzen Ritzen hier machen, painten und dieses Ausgeschnittene. Na, und deswegen werde ich auch gleich diese Farben mit rausholen. Da haben wir einmal das P. Da ist es. Dann haben wir die 3, das ist ein AB-Stein, ein weißer. Die 1 ist ein gelber AB-Stein. Was haben wir hier noch? Das R und das ist auch noch das R. Das ist die 40. Und das ist eine schöne Farbe. So, jetzt haben wir die. Und dann brauche ich hier noch dieses blau verwurstelte. Das ist die 20. Die 20, ja. Oh, das ist ein schön. 14. So, dann habe ich das und das und das und das und das und das. Genau. Dann mache ich die hier rein. Wartet mal, ich überlege noch. Ich überlege noch. Ich überlege noch. Eigentlich das Schwarz hier. Ja, das gehört damit dazu. Mache ich jetzt die Umrandungen und die ausgeschnittenen Teile. Jetzt überlege ich nur, ob ich die. Ja, ich weiß, wie ich es mache. Das mache ich aufs Schiffchen. So, und die sortiere ich mir jetzt hier rein. Und zwar immer nach der Sortiernummer. Warum ich das mache, fragt mich bitte nicht, aber das habe ich mir so angewöhnt. Schnalene, falls doch mal die Zahlen hier durcheinander kommen, wenn ich die hier oben hinstelle. Deswegen mache ich das so. Ihr seht, die Tücher habe ich noch drin. Manchmal mache ich sie raus, manchmal mache ich sie drin, das ist unterschiedlich. Jetzt muss ich mir das Bild auch mal ein bisschen anders rücken. Das gefällt mir nämlich nicht. Ich muss mal die hochstellen. Schüttel, schüttel, schüttel. So, meinen Koffer muss man jetzt mal wieder runter machen.
Euch fahre ich mal runter. So. Und jetzt drehe ich das Bild. Und nee, das ist auch doof. Wartet mal. Ich stelle mir die mal hier hin. Ha. So können wir das machen. Ist gut, dass unser Esstisch so groß ist. So, wartet. So komme ich, glaube ich, zurecht mit euch hier. Wo ist mein Lineal? So. Jetzt ist mein Magnet verschwunden. Hier. Brauche ich gar nicht. Ich lasse mal nur den Rand hier machen. Und da kommt hier so mein Lineal hin. Zurücken. Ich habe ja jetzt schon gepaintet, da ist es immer ein bisschen einfacher, das Lineal anzulegen. Ist gut aus, oder? Oh, so lasse ich das. So. Völlig wieder am Trane hier. Ich habe jetzt die Farbe, die hier am Blattschiffchen ist. Und da paint man da mal los. Jetzt, weil es stille war. Ja, ich bin gerade in Gedanken gewesen. Aber ich kann. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll. Also, wenn ihr das Video seht, ist Sonntag. Gedreht habe ich es am Freitag. Und die Woche war der Geburtstag von meinem Sohn. Und am Samstag, also für euch gestern, für mich morgen, kommen meine Eltern und ja, da fahren wir, sind wir im Garten, weil wollen ja mal den neuen Garten sehen, dann soll es auch sehr heiß werden, dann können sie noch im Pool gehen. Der Freund von meiner Großen, der kommt bestimmt auch mit, die haben nicht am selben Tag Geburtstag, mein Sohn und ihr Freund. Ja, und morgens Sonnabend gehen wir noch zum Fußballspiel. Wisst ihr, mein Sohn, der spielt Fußball. Leidenschaftlich. Mein Mann muss diesmal einen Trainer machen, weil der Trainer keine Zeit hat. Naja, ich sehe meinen Mann schon noch als Trainer. Ja, deswegen. Irgendwann hat er den so viel eingespannt, der Trainer, dass sein Mann nicht mehr nee sagt. Weil bis jetzt hat er immer nee gesagt. Weil er auch zeitlich überall so eingebunden ist. Ne? Der ist in der Klasse unserer mittleren, also unserer mittleren Kindes, unserer jüngeren Tochter, Elternsprecher. Er ist bei unserem Sohn Elternsprecher. Ja, das geht jetzt, weil die jetzt hier verschiedene Schulen sind. Ja. Naja, und da ist er da eigentlich ordentlich eingespannt, aber die macht das natürlich Spaß, ne? Hatte mein. Habe ich gestern am Abendbrottisch. Was gestern am Abendbrottisch? Ach nee, am Kaffeetisch. Gesagt. Ja, mein Sohn hatte gestern. Deswegen haben wir Kaffee getrunken, das machen wir sonst auch nicht. Und da sagte ich so, wer will mit mir wetten, dass der Papa bald Co-Trainer ist? Richtig Co-Trainer, nicht nur ich helfe mal aus, weil Kinder da ist, sondern richtig Co-Trainer ist. Weil man grinst und die Kinder auch. Da sage ich, okay, eigentlich brauchen wir nicht wetten, oder? Und dann sagt mein Mann zu unserem Sohn, ja, aber denke dran, das ist dann kein Zuckerschlecken mehr für die Jungs, wo der Papa Trainer ist. Ich sehe etwas das Gesicht eingeschlafen, weil die werden ja dann immer ein bisschen härter rangenommen. Aber das kann man mit unserem Sohn eh nicht machen. Das ist der viel zu sensibel. Das hat er von mir. Deswegen denke ich, hoffe ich, mit meinem Mann ihn doch etwas verschonen, ne?
Ich mache jetzt erstmal die Umrandung hier. Das ist für mich jetzt besser beim Painten mit euch. Naja, wir werden sehen. Es wird interessant. Die letzten Spiele waren super. Ich habe mich echt gefreut. Wir haben ja Pokalspiel und Normalspiel. Also ist jetzt auch, wir haben an der Woche Mittwochs ein Spiel. Was für uns jetzt nicht weiter schlimm ist, weil wir da sowieso Training hätten. Ist halt nur doof für mich. Ich kann da nicht mit, weil ich unsere jüngere Tochter zum Orchester fahre, wo sie seit diesem Schuljahr spielt. Also nicht in der Schule, sondern in der Musikschule. Aber da ist es ja auch immer, da geht es ja nicht nach Kalender, sondern auch nach Schuljahr. Ist ja eine Schule, sagt man mal so, ne? Und ja, also bis jetzt macht sie mir, sie wollte ja immer nicht, weil noch mehr und so, ne? Weil montags schon Musikschule. Wir werden jetzt sehen. Ich habe gesagt, mach mit, wenn du willst. Mal gucken, wie es mit der Schule läuft. Wie du zurechtkommst. Und dann werden wir sehen. Mal gucken. So, ihr Lieben. Es ist heute nicht lang. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wollte nur ein bisschen mit euch quatschen und euch ein bisschen was sagen. Weil mir das echt fehlt, wenn ich es nicht mache. Ne? Entweder ein Kitting Up oder ein Paint Wissen, wollte ich so gerne jede Woche haben. Aber ja, das fehlen mir dann manchmal die, so die Gesprächsthemen. Wenn ihr eins habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin da offen. Bequatscht da gerne mal was mit euch. Und deswegen, ihr Lieben, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und denkt dran, seid wieder dabei, wenn es heißt, bei Mellies Painting-Ecke kommt ein neues Video. Tschüss.